Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sid Meier's Civilization 5 Modded. Ja, ich habe jetzt einige Tage hier nicht mehr weitergespielt, deswegen muss ich erstmal gucken, wo war ich denn nochmal stehen geblieben. Ein Arbeitsboot? Ein Frachter, okay. Wunder hatte ich hier auch einige. Ja. Ich muss gerade mal nachgucken, was hatte ich denn genau. Das hatte ich gebaut. Ich habe echt schon 4 Wunder gebaut. Das ist natürlich schon richtig, richtig gut. Gut, ich würde mal sagen, nächste Runde. Von einer Dinosaurier-Invasion sehe ich bisher zum Glück nichts. Das freut mich. So, ihr wart dabei, eine Straße zu machen. Dann könnt ihr mal hier direkt weitermachen. Hier sehe ich Ruinen. Die möchte ich mir natürlich zu Gemüte führen. Plus 10 Beliebtheit, plus 20 Gold die Runde. Das sieht sehr, sehr gut aus, möchte ich mal meinen. Das gefällt mir. Nebukadnezar hat den großen Leuchtturm gebaut. Ja, ich sehe schon, mein Lieber, du baust auch sehr gerne Wunder. Könnte sein, dass er jetzt genauso viel Wunder hat wie... Ich muss da weg. Ich muss da auf jeden Fall weg. So, eine Straße, die ich hier noch nicht sehe. Okay. Okay, ich muss hier auf jeden Fall weg. Ich muss meine Speere in Sicherheit bringen. Schade, ich dachte, ich könnte mir irgendwie die Ruinen noch snacken. Genau, hier hatte ich ja schon die Region Schwimmbad-Pommes gegründet. Ich erinnere mich, eine barbarische Galeere. Aha. Ja, das können Sie von mir aus gerne mal versuchen. Sie werden nicht sehr weit kommen. Tü-tü-tü-tü-tü. Oh, Freunde, ernsthaft. Schon wieder, wenn ich dieses Arbeitsboot... Wieso? Ja, Arbeitsboot, du musst es mal wieder warten. War das nicht letztes Mal schon genauso? Genau dann, wenn das Arbeitsboot fertig ist, stellt sich hier eine Galeere hin. Das ist doch hier langsam Mobben ohne Spaß. So, ihr wartet hier noch auf das Sägewerk, wie ich sehe. Ihr habt dann, glaube ich, jetzt erstmal nichts zu tun. Am besten ihr heilt euch erstmal. Das wäre vielleicht mal das Beste. So, was könntet ihr in der Zeit bauen? Hatte ich nicht ein... Nee, ein Schiff hatte ich hier noch nicht gebaut. Das würdest wenn dann auch du da oben gleich übernehmen. Ihr könnt eigentlich mal eine Bibliothek bauen. Warum eigentlich nicht? Baut mal eine Bibliothek. Ja, genau, schippert weg, ihr Lutscher. So, dann nehme ich mir hier mal schnell die Fische. So, der Frachter. Sophia? Wo ist denn so... Ach du heilige Scheiße, nach da ganz oben. Na denn, Freunde. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ihr könnt euch eigentlich mal
da so ein bisschen ausruhen. Ihr habt jetzt gerade ja nichts zu tun. So, und ihr werdet mal ein Schiffchen bauen. Genau das werdet ihr tun. Ich möchte das erste Schiff in meiner Flotte begrüßen. Ich möchte hier mal nach oben so ein bisschen weiter erkunden. Und nach Süden sowieso. Eigentlich sogar lieber nach Süden, weil hier steht dieses verkackte Barbarenlager, was die ganze Zeit Schiffe produziert. Das gefällt mir nicht. Ich brauche ein eigenes Schiff. Völker, die am meisten lachen. Ich bin auf Platz 5 mit einer Beliebtheit von plus 9. Aha. Drei Dinge sind bei einem Gebäude zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Aha. So, die Straße ist fertig. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So, hier, geht mir noch so ein bisschen auf die Eier. Weh, die machen mir meine Fische hier kaputt. Wehe. Dann ist hier aber was los. So, dann könnt ihr mal anfangen, das Sägewerk zu bauen. Was erforsche ich denn dann mal als nächstes? Ich erforsche mal die Optik. Kann man mal machen. Einfach mal die Optik erforschen. Da schippt er wieder weg. So, was machen eigentlich unsere Speer? Die heilen sich da immer noch. Das können sie aber ruhig weitermachen. Ernsthaft. Kauf mit Glauben möglich. So, du wirst erstmal nach hier unten fahren. Mein mächtiges Schiff. Oh, sieht wirklich sehr schön aus. Gefällt mir. So, da wurde ein Barbarenlager entdeckt. Das ist schön. Ich kann mir mit Glauben etwas kaufen. Hatte ich mir hier irgendwelche speziellen Gebäude? Hatte ich tatsächlich eine Moschee. Dann kaufe ich mir hier mal eine Moschee. So, was baust du denn mal? Eine Wassermühle wäre eigentlich nicht schlecht. Baut mal bitte eine Wassermühle. Geben die NPCs aber ganz schön Gas. Oh ne, ach du heilige Scheiße, wo kommen die denn her? Oh, Leute, ich will mich doch nur heilen. Mein goldenes Zeitalter wurde beendet. Tja, das kann passieren. Shit, ey. Muss fliehen.
Ich muss in den Dschungel fliehen, wo ich mich besser heilen kann, definitiv. Sag mal, so langsam, ne? So langsam, Freunde. Ja, hier wird sich unsere Schwimmbadpommes aber auf jeden Fall recht schnell ausbreiten. Wir sind punktetechnisch aber immer noch sehr gut dabei. Und definitiv. Die verfolgen uns, die Säcke. Wir versuchen zu fliehen. Lauft, ihr Narren, flieht! Ah, ob wir unseren Erkundertrupp da oben durchkriegen, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ihr könnt auch mal woanders hingehen. Oh, was haben wir hier denn? Uiuiuiui, was haben wir hier denn? Eis? Ich sehe Eisschollen. Ich bin also richtig nah am Südpol. So, ihr versucht euch erstmal wieder zu heilen. Oh, und wir haben dieses Feld hier eingenommen mit dem, mit den Rindern. Da könnt ihr doch gleich mal Weideland drauf errichten. Oh ja, das könnt ihr. So, Nahkampfangriff geht hier anscheinend nicht so wirklich. Dann sage ich mal guten Tag. So, was könnte ich als nächstes bauen? Ich würde mal sagen, eine Bibliothek würde meiner Hauptstadt auch mal ganz gut tun. Von Speerkämpfern ist da oben nicht zu sehen. Sehr gut. Auch hatte er eine Maschine verfertigt, vermittelst welcher man wissen konnte, ob es Vollmond wäre oder nicht. Wale. Wale. Ich bin gespannt. Lol. Ich komme nicht weiter. Das ist ja mal richtige Verarsche. Alles klar, du kannst nach oben fahren. So, hier oben wurde ein Barbarenlager entdeckt. Aha. So, was erforschen wir denn mal hier als nächstes? Ich würde mal vorschlagen, wir erforschen als nächstes die Drama und Dichtung. Das würde ich als nächstes gerne erforschen. Hier ist noch alles cool, sehr gut. So, da ich gerade zwei Bibliotheken baue, dürfte das dann noch ein bisschen schneller gehen. Na, jetzt gründen sie aber hier schnell ihre ganze Religion. Ja, genau. Sag mal, Leute. Oh, oh, wie cool ist das denn? Wir haben gerade eine Einheit geschenkt bekommen von Sophia. Nice.
Sophia hat uns einen Trupp Speerkämpfer geschickt. Beziehungsweise geschenkt. Das ist ja aber geil. Dankeschön. Cool. Speerkämpfer sind nicht schlecht. Ja, ihr seid echt nett. Sophia, ne? Ein sehr netter Stadtstaat. Die Speerkämpfer kann ich mit Sicherheit noch gut gebrauchen. Ich frage mich, ob diese Ruine überhaupt noch da ist, wenn ich da gleich mal hingehe. Alter, jetzt bauen die aber auch Wunder. Mann, 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 ey. Alter. Sag mal. Sag mal, geht's noch? Freunde. So, ihr könnt mal hier die nördliche Grenze bewachen. Warum eigentlich nicht? So. Ein Leuchtturm würde euch eigentlich mal ganz gut tun. Ihr baut mal einen Leuchtturm. So. Oh, wollt ihr mir hier etwa etwas wegschnappen? Nee, 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 Freunde, dann gehe ich mal jetzt schon los. Diese Ruinenlauten, die da immer noch ist, die gehören mir. Die lasse ich mir nicht wegschnappen, Freunde. So einfach nicht. Sophia will die Region Schwimmbadpommes. Das kann ich nur begrüßen. Das finde ich sehr gut. Schwimmbadpommes ist eine super Region und auch sehr lecker, habe ich gehört. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Eine grob gezeichnete Karte der Umgebung. Okay, hier ist eine neue Zivilisation anscheinend. Oh, das könnte gleich aufs Maul geben. Kenne ich die schon? Kenne ich noch nicht. Ich weiß aber, wo sie liegt. So, was könnte ich denn bauen? Ich könnte tatsächlich ein Wunder bauen, und zwar die staatliche Hochschule. Wissenschaft plus 3 und Wissenschaft plus 50%. Ich versuche das Wunder, die staatliche Hochschule zu bauen. Ich bin mal wieder wundergeil. So, ihr seid fertig, dann könnt ihr euch eigentlich mal ausruhen und ihr geht in Bereitschaft. So, da die KI sehr, sehr städtebaugeil ist und wir erst zwei Städte haben, können wir die staatliche Hochschule, glaube ich, sogar durchbekommen. Dafür muss man ja überall eine Bibliothek haben und wenn die KIs immer eine Stadt nach der nächsten gründet, werden die das wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Das heißt, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir dieses Wunder durchbekommen. Lol. Ein barbarischer Wal. Oh shit, ey. Alter, sehr groß. Ich sehe einen barbarischen Wal. Oh shit, ey. Ich hoffe, der kann nicht in die seichten Gewässer. So, Freunde, ich verziehe mich mal. Guten Tag. Aloha Pumehana, Homika Ioe Kehoa. Wow, Okumehameha. Mo Io Kiyalala Nimoku. Ohne Spaß, mit deiner Statur und deinem Aussehen sollst du zur WWE gehen. Du sollst Wrestler bei der WWE werden. Kannst mal beim Talentwaster NXT anmelden. Alter, ohne Spaß, ey. Nicht schlecht. Ja, genau, wollt ihr mich verarschen? Hier ist ein Barbarenlager, was eventuell noch existiert und hier wurde jetzt auch eins ge... Ach so, jetzt verstehe ich. Diese Barbarenlager hier, diese Runden, sind diese besonderen, wo die Tiere spawnen. Und das hier sind die... Alter, what the fuck? Warte mal, was ist das hier unten? Ein rundes. Dann kommen hier bestimmt auch Wale raus. Das würde auch heißen, dass Wale in seichte Gewässer können. Alter, hier ein Barbarenlager und hier direkt noch eins. Und das ist so ein besonderes für Dinos und so. Leco Mew.
Heftig, Freunde, heftig. So, ich hoffe, mein Wunder kommt durch. Das gibt einen ordentlichen Boost. Sowohl für die Wissenschaft als auch für die Punkte. Das würde ich sehr gerne durchbekommen, das Wunder. Oh, warte mal, hier geht's auch weiter. Alter, jetzt... Leute, lasst mich in Ruhe. Freunde. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr wollt kämpfen? Dann kämpfe ich. Ich spekuliere auf ein Level up und dass ich dann Vollheilung machen kann. Das würde mir sehr helfen. Ich hoffe auf die Vollheilung. Hey Mike, ich bin in der Buch, ich bin in der Kau. Botschaft gegenseitig? Ja, gerne. Können wir machen. Kein Ding. Oh, sehr gut. Er hilft mir. Das freut mich. Alter. Er macht die einfach mal weg. Und das sind, glaube ich, War Dogs. Vor Christus. So, wieso komme ich hier nicht weiter? Ach verdammt, ich wollte doch hier unten gucken. Ah, ich glaube, hier geht es eh nicht weiter. Wir gucken erstmal hier oben. So, ich mache mal hier sicherheitshalber die... Wobei... 5 TP Heilung pro Runde außerhalb vom freundlichen Gebiet. Ich glaube, das nehme ich. Dann gehe ich einfach mal todesmutig weiter. So, ich habe Ehre genommen als zweites, okay. Dann nehme ich doch mal das hier. Was für ein schöner... Ja, leck mich. Cool, dann könnte ich glaube ich auch jetzt... Alter, wie geil ist das denn? Ich kann jetzt echt hier Gebirge überqueren. Wie mega geil ist das denn? Cool, jetzt kann ich echt solche Gebirge überqueren. Ich könnte sogar drauf stehen bleiben, kriegt dann halt nur Damage. Nice. Das ist sehr cool. Darf ich einen Alexander nehmen? Garim. So, soll es ein Scherz sein? Du möchtest meinen Wein haben? 30 Runden, 30, ein Gold die Runde, dazu willst du mich verarschen. Und 30 Runden lang 4 Pferde. Also ganz ehrlich, wenn du meinen Wein haben willst, dann musst du mir mehr bieten wie ein Gold die Runde und 4 dämliche Pferde. Ne. Das kannst du ja wohl vergessen, ey. Ich glaube, es geht los, ey. Das ist ja wohl ein Witz. Ein Gold die Runde, wow. Und ein paar Pferde. Und Spaß, Pferde habe ich selber. Und ein Gold die Runde, das ist ein bisschen wenig, mein Lieber. Also, da musst du schon was wesentlich Besseres bieten. Was? Ich habe ihm... Moment, ich habe ihm Gold die Runde zu. Kann es sein, dass ich ein bisschen Mist gemacht habe? Wieso habe ich ihm denn Gold die Runde gegeben? Ach du Scheiße, ein Wal. Oh mein Gott, ich werde da gar nicht hingucken. Malaka, guten Tag. So, du kannst mir hier dazustellen. Habe ich dem Typen echt Gold gegeben, dass er bei mir eine Botschaft... Ohne Spaß, ich komme mit dem Zivi-Menü immer ab und an durcheinander, was jetzt quasi für wen gilt. Also ob er mir jetzt was gibt oder ob ich ihm jetzt das gebe.
Oh shit, ey, das könnte jetzt böse werden mit dem Wal. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Okay, sie greifen den Wal an. Kapstadt greift den Wal an. Boah, er ist fast tot. Er ist tot. Nice. So. Verdammt, ich muss wieder runter, sonst kriege ich Damage. So. Ihr nehmt mal jetzt einen anderen Weg. Und zwar diesen hier. Kauf mit Glauben möglich. Wie sieht das eigentlich hier mit Schwimmbadpommes aus? Das gibt es bisher nur in meinem Reich. So, kann ich mir noch irgendwie ein geiles Gebäude oder so kaufen? Leider nicht. Dann wird es mal Zeit für meinen ersten Missionar. Damit ich die Schwimmbadpommes auch außerhalb von meinem Reich gut verbreiten kann. Was ist Drama, wenn nicht das Leben, nur ohne den langweiligen Teil? So. Ah, das ist ja mal ein Frachter. So, hier kann ich mal wieder schießen, das freut mich. So, Missionar, wo machst du dich mal auf den Weg hin? Ich würde mal sagen, Richtung Kuala Lumpur. Wir erforschen mal die Theologie als nächstes. Wir sind mit Kuala Lumpur befreundet. Das finde ich sehr gut, dass wir mit Kuala Lumpur befreundet sind. Ich würde aber sogar sagen, ich stecke Kuala Lumpur 500 Gold in Rachen und wir haben unseren ersten Verbündeten. Das heißt, wir bekommen jetzt auch die Ressource Wale, die wir, glaube ich, sowieso schon haben. Wir haben unseren ersten Verbündeten, und zwar den Stadtstaat Kuala Lumpur. August Caesar hat das Mittelalter erreicht, das ist schön für ihn. So, wir schippen mal gerade hier durch, ganz entspannt. Na, Schweden, alles fit bei euch. So, was geil ist, ich sehe jetzt auch hier in der Umgebung, was die sehen. Das heißt, ich habe jetzt auch einen besseren Überblick über das Barbarenlager hier im Süden, weil ich halt jetzt halt dieses Gebiet hier auch überblicken kann. Das ist ziemlich nice. Das heißt, ihr könnt eigentlich mal in eine andere Richtung gehen, weil Kuala Lumpur beschützt mich jetzt ein bisschen von unten. Das heißt, ich brauche euch da jetzt nicht mehr so unbedingt als Aufpasser. Oh! August Caesar hat Haile Selassie den Krieg erklärt. Also sprich, Lila hier gegen Dunkelgrün. Die beiden haben jetzt Krieg miteinander, die beiden Länder.
Ach, können sie von mir aus machen. Das ist mir ehrlich gesagt total egal. Also er hier hat jetzt Krieg mit Rom. Oh, da ist ein Wal. Kann ich den besiegen? Kann ich tatsächlich? Sehr gut, wir haben den Wal besiegt. So, was könnten wir denn hier mal bauen? Ihr könnt mir ehrlich gesagt einen Kornspeicher bauen. Um eure Nahrungsprobleme ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Oh, und wir brauchen hier ein Arbeitsboot, wie ich sehe. Wir brauchen ein Arbeitsboot. Tja, sollen sich die beiden Länder da oben mal bekloppen, kann mir egal sein. So, euch werde ich mal ein bisschen helfen, dass ihr auch die Schwimmbadpommes annehmt. So, Manila, guten Tag. So, hier kann ich nicht rein, ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Ihr geht da mal in Bereitschaft und jetzt hoffe ich, Freunde, jetzt hoffe ich, dass die staatliche Hochschule durchkommt. Komm schon, gib mir ein Wunder. Gib mir ein Wunder, dann kann ich diese Folge mit einem wunderschönen Wunder beenden. Komm schon, gib mir das nächste Wunder. Gib es mir, ich will es haben. Komm schon. Gib mir das Wunder! Wunder! Habe ich das Wunder jetzt gebaut? Wieso? Hier, komm, mach den Typ mal hier weg. Hä, wieso kriege ich jetzt gerade keine Meldung? So, hat Kuala Lumpur jetzt Schwimmbadpommes? Ja, sehr gut. Dann gehe ich jetzt diesmal zum Vatikanstaat. Hä, wieso? Staatliche Hochschule. Ich habe die staatliche Hochschule erfolgreich gebaut, aber es kam jetzt hier keine extra Meldung. Okay. Da baut immer gerade ein Arbeitsboot für die Fische hier. Wir haben die staatliche Hochschule gebaut. Das ist doch positiv. Ja, definitiv. Oh, Ruine. Okay. Tja, würde ich mal sagen, eine Runde. Eine Runde spielen wir noch in der Folge. Komm, eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Oh, ich sehe gerade, wir haben ja auch ein weiteres Feld, was wir mit einem Bauernhof bebauen können. Sehr gut. Finde ich gut. Ja, das Lager da, die können doch eh nichts. Die können doch eh nichts. So, ui, wo geht's denn hier hin? Erstmal nachgucken. Hongkong. Naturwunder gefunden. Was habe ich denn... Moment. Was habe ich denn jetzt gefunden? König Salomons Minen. Aha, das ist in dem Gebiet von... Alter, what the fuck, die liegen direkt nebeneinander. Es gibt noch 4 Naturwunder zu entdecken, okay. Kann ich schon? Ich kann noch nicht. Ich muss außen rum gehen, okay. So, der Frachter, ja, der wird auch wieder diesen Weg nehmen.
das wird er durchaus tun. So, und ihr... Ihr werdet hier mal einen Bauernhof hinbauen. Tja, dann würde ich mal sagen, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Folge. Wir haben ein weiteres Wunder gebaut, die staatliche Hochschule, was uns einen extremen Wissenschaftsbonus bringt. Und wir haben unseren ersten Verbündeten, den Stadtstaat Kuala Lumpur, die nun auch die Schwimmbadpommes anbeten. Das finde ich sehr gut. Und wir werden die Schwimmbadpommes natürlich auch hier zum Vatikanstadt und dann noch weiter nach Ragusa verbreiten. Das wird noch alles sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.